mitmachen, einmischen, eingreifen. Ich glaube, damit sich was verändert, muss man was tun. Für mich ist ein Prozess, der von innen heraus beginnt, also dass man erstmal für sich selber neue Ideen, neues Denken, neues Bewusstsein entwickelt und für sich selbst erstmal zulässt. Und das widerspiegelt sich ja dann in dem, was man tut, was man ja auch hier in Berlin sehr, sehr schön an sehr, sehr vielen tollen Projekten sehen kann. We hope to inspire other people to replicate, to do what we're doing. Ich sag mal, die meisten oder eigentlich fast alle Leute haben ein gutes Herz, wie soll ich das jetzt sagen, wollen auch was Vernünftiges machen oder wollen neben ihrer Arbeit auch was machen, wo sie Spaß bei haben, wo sie anderen Leuten helfen können oder wo sie was voranbringen können. Egal, Iraner, Afghaner oder Syrier in ganz Welt. Das ist Punkt, das ist für mich das Wichtigste. Ich finde jetzt, dass die Art, wie wir produzieren oder auch andere produzieren, dass das natürlich schon so ein kleines Stückchen Utopie auch ist. Und das wäre natürlich schön, wenn das mehrere auch praktizieren würden. Also dass einfach die Art und Weise, wie gearbeitet wird, dass es nicht unwichtig ist, sondern dass es auch schon ein Teil von dem ist, wie man sich auch ein schöneres oder besseres Leben auch vorstellt, dass es einfach Teil davon ist. Mich auch in meinem Alltag so mit Entscheidungen, mit Fragen zu beschäftigen, die nicht nur für mich in meinem kleinen Alltag relevant sind, sondern auch andere Menschen beeinflussen. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass wir anfangen, selbst zu denken und kritisch zu denken und Dinge in Frage zu stellen und natürlich auch uns in Frage zu stellen, unseren eigenen Lebensstil. Und wenn du hast diese Critical Thinking, dann kann dieser Wandel passieren. Also, dass man halt aufhört, egoistisches, konsumierendes Individuum zu sein, sondern auch Rücksicht nimmt und Verantwortung übernimmt für unsere Umwelt, für die Natur, für die Welt, in der wir leben. So Beschränkungen, die wir mit uns rumschleppen, aus unseren familiären, gesellschaftlichen Traditionen und Herkünften überwinden. Dass wir in der Lage sind und uns eigentlich auch wünschen, ein gutes Leben für alle in friedvoller Gemeinschaft, und dass wir einfach bloß immer noch verwirrt werden und in den ganzen Umständen und in den ganzen auch unterschiedlichen Bedürfnissen uns dann immer wieder reiben. You know, we can turn this whole thing around. We can make the world a better place. It's all totally within our power right now. Ich denke, die jungen Leute, die mit Backpack-Tourismus von Tokio nach Australien und nach Kolumbien und Chile wandern, die sind eine ganz andere Generation. Sie haben Harry Potter gelesen und sie glauben an Wunder. Tja, einfach eine Gesellschaft, wo man nicht übereinander redet, sondern miteinander. Ja. Mit unserem Dasein an sich werfen wir Fragen auf, was Stadt ist und was in Städten Platz hat, was die Menschen in einer Stadt brauchen. Einfach mehr Kultur in den Kiezen zu haben. Mehr wieder so zum Selbermachen, Reparieren zu kommen. Ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die auch begreifen, das kostet zwar alles ein bisschen mehr, aber dafür kriegt man auch viel mehr. Weil wir auch glauben, dass Menschen sich nur dann verändern, also auch nur dann im Wandel oder bereit sind zu wandeln, wenn die Veränderung nicht wehtut. We can have so many ideas. We can have a fun. So this pleasure part is very important fact if we like to change our society. Fun für mich ist Freiheit. Also dann hat man das gute Leben plötzlich sozusagen vor der Haustür. Und das finde ich eigentlich einen schönen Wandel. Wenn viele Menschen anfangen würden, ihr Handeln einfach nur zu überdenken, das wäre schon so der erste Schritt. So I think change for me is something to be embraced and accepted and looked forward to, you know, and not feared. Ja, die Adaption, das sich anpassen, auch an verändernde Bedingungen und immer den guten, bestmöglichen Weg durch die bestehenden Anforderungen zu finden. Es ist eigentlich so wie ein Meer, ne? Wo du herumschaukelst, mal musst du in die, dann kommt der Sturm da. Also Flexibilität, und aber im guten Sinn. Ja? Nicht das, was die Konzerne von uns wollen.
dass wir flexibel sind, indem wir für sie die Arbeit dauernd machen. Mit einer kleinteiligen Wirtschaft irgendwie, mit viel Selbstorganisation und einem behutsamen Umgang mit der Umwelt. Dass wir einen innerlichen Wandel haben und dass wir draußen in der Welt auch einen Wandel erleben. Und teilweise sind wir Teil dieser Wandel und wir betreiben auch diese Wandel. So eine Art frischer Wind, der mal durch die Gesellschaft gehen muss. Und zusammen die Welt Tag für Tag ein Stückchen besser zu machen. Also auf jeden Fall was, wo man sich einbringen kann. Ja. Also im Wandel kann man immer auch mitbestimmen. Und ich finde, da steckt auch Hoffnung drin im Wandel, dass es vielleicht ja auch besser werden könnte. Genau. Also kollektiv zu arbeiten ist jetzt keine Garantie dafür, die Gesellschaft zu verändern. Aber eine Gesellschaftsveränderung ohne diese Lernprozesse kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen.